PlayStation Portal fasziniert mich seit ihrer Vorstellung komplett. Denn es ist nicht nur ein Produkt, auf das wirklich niemand gewartet hat, sondern auch eins, bei dessen Entwicklung so unfassbar viele weirde Entscheidungen getroffen wurden, dass man sich teilweise echt fragt, was Sony geraucht hat. Deswegen war ich sehr gehypt, ein Video für euch rauszuhauen, in dem ich das Ding von A bis Z auseinandernehme und ganz genau zeige, wieso es allerhöchstens ein guter Weg ist, 200 Euro zu verschwenden. Aber dann kam die PlayStation Portal bei mir an und hat beim Testen erschreckend viel Spaß gemacht. Also bekommt ihr heute einfach zwei Videos in einem. Erst erklärt mein innerer Engel, was diesen besonderen Handheld so cool macht, und dann zerreißt ihn dieser Typ hier in Stücke. Viel Spaß! Dieses Video wird von Incogni präsentiert, die dabei helfen, euer Recht auf Datenschutz durchzusetzen. Es gibt leider immer mehr Datenbroker, die im Netz persönliche Informationen über einen sammeln, bündeln und zum Beispiel an Werbetreibende verkaufen. Netterweise schreibt die Europäische Datenschutzverordnung vor, dass diese Firmen jedem EU-Bürger irgendwo eine Möglichkeit geben müssen, Informationen über sich zu entfernen. Und genau hier kommt Incogni ins Spiel, die in eurem Namen rechtlich korrekte Anfragen zur Löschung eurer Daten bei etlichen Brokern einreichen können, um hunderte Stunden manueller Arbeit zu sparen. Dank einem transparenten Dashboard behält man den Überblick über alle Anfragen und deren aktuellen Status. Mit meinem Partnerlink bekommt ihr einen dicken Rabatt auf den Service, also checkt das gerne mal in der Beschreibung ab. Konsolen sind wie günstigere und stark vereinfachte Gaming-PCs. Sie ermöglichen einen simplen Zugang zu den besten Videospielen der Welt mit toller aktueller Grafik, doch binden einen dabei auch an den heimischen Fernseher. Konsolenhersteller haben sich über die Jahre viele Konzepte einfallen lassen, um diese Beschränkung aufzuheben. Da gab es zum Beispiel die Wii U, die Nintendo-Spiele auch direkt auf den mitgelieferten Controller übertragen konnte. Oder den Microsoft Game Pass, der einen großen Spielekatalog gegen eine monatliche Gebühr nicht nur für eure heimische Xbox zur Verfügung stellt, sondern sie auch von weltweit verteilten Rechenzentren auf Laptops oder Smartphones streamt. Bei Sony gibt es schon seit der PlayStation 3 Remote Play, ein Feature, mit dem man zunächst mit der PSP, dann mit der PS Vita und mittlerweile mit so gut wie jedem Gerät auf seine PlayStation zugreifen kann. Das funktioniert richtig gut, allerdings kenne ich niemanden, der davon wirklich aktiv Gebrauch macht. Das scheint auch Sony aufgefallen zu sein, weswegen sie jetzt einen ziemlich bemerkenswerten Schritt wagen. Eine Handheld-Konsole, die so perfekt auf Remote Play zugeschnitten ist, dass die Vorteile dieser Technologie unübersehbar werden. Schon beim Auspacken merkt man sofort, die PlayStation Portal ist viel größer und sperriger als die Handhelds, die man sonst so kennt. Das ist beabsichtigt und macht total viel Sinn, denn als Remote-Play-Gerät ist die Portal ja auf super stabiles Internet oder eine lokale Verbindung angewiesen. Also wird sie eher stationär verwendet, was es Sony erlaubt hat, den Fokus beim Design weg von der Portabilität und hin zu perfekter Ergonomie zu legen. Die bequemste Art, PS5 zu spielen, ist der PS5-Controller. Also ist die PlayStation Portal einfach auch einer, nur mit einem Display dazwischen. Das hat ganz nebenbei den Vorteil, dass wirklich alle der wirklich vielen Sonderfunktionen vom PlayStation Controller auch hier erhalten geblieben sind. Die Tasten und Joysticks fühlen sich toll an, die adaptiven Trigger mit eingebautem Vibrationsmotor sind ebenfalls am Start und auch die normalen Vibrationsmotoren geben hier ordentlich Schläge, das kennt man so von exakt keinem anderen Handheld auf dem Markt. Die Benutzeroberfläche wurde einfach und effektiv gestaltet. Man kann sich mit dem Internet verbinden, sich in seinen PSN-Account einloggen und schon hat man Zugriff auf seine PlayStation. Gezeigt wird das mit dieser super coolen Portal-Animation, die zu dem ohnehin super genialen Branding echt gut passt. Alleine der Name der Konsole erklärt die Funktionsweise schon in einem Wort. Die PlayStation Portal öffnet ein Portal zu deiner PlayStation. Und das tut sie ziemlich gut. Die Größe und ihr Gewicht sind super angenehm, auch für längere Gaming-Sessions. Und da nichts
lokal gerendert wird, bleibt sie auch komplett kühl und leise, was den fantastisch klingenden Lautsprechern viel Platz zum Glänzen gibt. Wer lieber Kopfhörer verwendet, kann entweder auf kabelgebundene zurückgreifen oder PlayStation Link nutzen. Eine neue Technologie, die Sony extra entwickelt hat, um kabellos latenzfreies Audio möglich zu machen. Und wenn wir schon beim Thema sind, auch der Input-Lag ist hier mehr als in Ordnung und die Übertragung zaubert ein schönes 1080p-Bild mit 60 Hertz auf das 8-Zoll-Display. Das Panel ist übrigens mehr als in Ordnung. Farben poppen richtig schön raus und es fällt kaum negativ auf, dass man hier kein OLED mit an Bord hat. Was sicherlich eine Frage des Preises war. Denn klar ist, als reines Zubehörprodukt darf die PlayStation Portal nicht so viel kosten wie eigenständige Konsolen. Und das haben sie hier geschafft. Ein PS5-Controller, ein Prozessor, ein Akku, ein Display, Lautsprecher, all das bekommt man hier für den halben Preis des günstigsten Steam Decks. Das kann natürlich deutlich mehr, aber trotzdem hat auch die PlayStation Portal viele coole Einsatzzwecke. Man kann seine PS5-Games einfach weiter zocken, selbst wenn man sich abends ins Bett legt, dann kann man pennen und morgens direkt wieder loslegen, ohne das Bett zu verlassen. Wenn Mitbewohner oder Familienmitglieder den TV im Wohnzimmer besetzen, muss man nicht aufs Zocken verzichten. Wer Kinder hat, kann ganz für sich alleine auf der Wohnzimmercouch ein paar Zombies abschlachten, ohne dass die Kids am Fernseher vorbeirennen, das ganze Blut spritzen sehen und fragen: Papa, Papa, warum hast du den armen Zombie umgebracht? Und wenn man unterwegs ist, kann man trotzdem auf seine PS5 zugreifen, weil die zu Hause den Job eines privaten Cloud-Gaming-Servers übernimmt, der keine monatlichen Kosten verursacht. Sony hat sich hier einfach mal was ganz Neues getraut und alleine das finde ich richtig klasse. Die PlayStation Portal soll also toll sein, weil sie so ist wie eine Wii U. Die Konsole, die sich so schlecht verkauft hat wie keine andere von Nintendo? Ich glaube kaum, dass das ein Zufall ist und auch Remote Play wird von den Leuten nicht aus Versehen vergessen. Denn die Verbindung ist leider oft gar nicht mal so gut, wie man das gerne hätte. Vor allem der Input-Lag kann schnell mal zu stören anfangen, wenn man in einem Online-Match Freunde platt machen möchte. Und auch Aussetzer habe ich leider viel zu oft zu Gesicht bekommen. Mal sind es nur ein paar Frames, manchmal bleibt das Bild richtig stehen, was das Zocken fast unmöglich macht. Aber oft kommt es gar nicht erst so weit, denn leider gibt es viele Möglichkeiten, aus denen die Verbindung zwischen diesen beiden Geräten scheitern kann. Falsche Einstellungen an der PlayStation, falsche Einstellungen am WLAN-Router. Ich habe manche Leute gesehen, die eine Verbindung über einen mobilen Hotspot erst nach der Einrichtung eines VPN-Tunnels nach Hause hinbekommen haben. Sony erklärt einem dazu einfach überhaupt nichts. Man muss gefühlt 3 Stunden Tutorials gucken und einen halben Doktor in Netzwerktechnik abschließen, nur um das Ding nutzen zu können. Es kann auch sein, dass ihr, je nachdem, wo ihr seid und welchen Provider ihr habt und so weiter und so fort, dass ihr andere Ports freigeben müsst. What? Bro, what are you talking about, man? Und selbst wenn man sich dann richtig gut auskennt, gibt es immer noch Szenarien, die nicht funktionieren. Zum Beispiel öffentliche WLANs in Cafés oder Hotels, die einen zum Einloggen auf eine Webseite leiten. Denn die PlayStation Portal hat keinen eingebauten Webbrowser und kann sich hier somit einfach nicht verbinden. Aber okay, tun wir einfach mal so, als ob die Übertragung immer perfekt funktionieren würde. Selbst dann gibt es leider noch haufenweise Mängel an der Software. Ich hatte zum Beispiel einige Probleme mit dem Touchpad, das über den Touchscreen simuliert wird. Das reagiert manchmal nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Und auch die Touchscreen-Tastatur funktioniert leider nur im Menü der Portal selbst, sobald man mit der PS5 verbunden ist, darf man wieder jeden Buchstaben übers Steuerkreuz auswählen. An sowas merkt man halt eben, dass die Portal einfach das Bild von der PlayStation rüberstreamt und fertig. Aber wer jetzt denkt, dass er deswegen auch einfach alles auf der Portal machen kann, was auf der PlayStation geht, hat sich leider geschnitten. Denn eigentlich funktionieren nur Spiele. Sobald man eine Streaming-App startet, wird der Bildschirm nämlich schwarz. Aus Copyright-Gründen. Das gilt witzigerweise sogar für YouTube.
Am meisten irritiert hat mich aber die fehlende Unterstützung für PlayStation Now Cloud Games. Die können zwar von Sony-Servern auf jede PlayStation gestreamt, aber dann nicht an die Portal weitergereicht werden. Und auch eine direkte Verbindung zwischen der Portal und Sonys Gaming Cloud ist nicht möglich. Also, wie man so eine Chance liegen lassen kann, ist mir echt ein Rätsel. Schlimmer geht's doch nicht. Oder? Tja, leider müssen wir nochmal über die Kopfhörer-Thematik sprechen. Denn wer denkt, dass Bluetooth als Verbindungsoption vorhin nur deswegen nicht erwähnt wurde, weil das ja selbstverständlich ist und dazugehört, der hat sich geschnitten, denn es wird wirklich nicht unterstützt. Ich verstehe ja, dass die Latenz bei Bluetooth nicht optimal zum Zocken ist. Aber ich finde es auch ein bisschen realitätsfern, den Leuten diese Option dann einfach komplett zu nehmen, weil 99% mittlerweile einfach Bluetooth-Kopfhörer nutzen und keinen Bock haben, sich nur für die PS Portal nochmal Link-Kopfhörer für 200 Euro zu holen. Und wollt ihr mal einen Fun-Fact über diese Link-Dinger hören? Die haben Bluetooth, um sich auch mit anderen Geräten verbinden zu können. Und wisst ihr, was auch Bluetooth hat? Richtig. Die PlayStation Portal. Das ist zwar nicht offiziell, aber Teardowns haben bestätigt, dass hier ein Snapdragon 662 Chip aus 2019 zum Einsatz kommt und der hat Bluetooth mit an Bord, das Sony dann scheinbar deaktiviert hat, um mehr PlayStation Link Kopfhörer verkaufen zu können. Beim Auseinanderbauen ist aber leider noch mehr ans Licht gekommen. Zum Beispiel, dass die PlayStation Portal kein Paradebeispiel für gute Reparierbarkeit ist. Einige Kabel wurden fest verlötet und das eingeklebte Display muss erhitzt werden, damit man an den direkt darunterliegenden Akku kommt. Der übrigens trotz seiner 4300 mAh auch keine super beeindruckenden Laufzeiten hinlegt. Um die 4 Stunden kann man mit einer Ladung zocken, obwohl das Teil im Endeffekt ja nur ein Video über WLAN streamt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an den starken Vibrationsmotoren oder sonst was liegt, aber das Logitech G Cloud schafft im Vergleich 12 Stunden Cloud Gaming, übrigens auch über PlayStation Remote Play. Ja, ist alle. Ah je, Leute, was machen wir denn jetzt mit dem Ding? Wirklich, ich weiß nicht, wem ich empfehlen kann, 200 Euro für dieses Teil auszugeben. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, rechtfertigt vielleicht die Hardware den Preis, aber der Mehrwert eher weniger. Denn man darf ja nicht vergessen, dass Remote Play auf so gut wie jedem Gerät, das man schon zu Hause hat, kostenlos verfügbar ist. Wer eine PlayStation besitzt, kann also seinen DualSense-Controller mit einem Laptop verbinden und direkt loszocken. Oder man schnappt sich eine 10-Euro-Klemme, packt die ans Smartphone und hat so eine günstige Lösung. Also wenn ihr trotz der ganzen Nachteile immer noch Bock auf eine PlayStation Portal habt, kann ich euch nur ans Herz legen, mal die App auszuprobieren. Und nur wenn euch die dann so krass gut gefällt, dass ihr euch denkt, Mann, ich hätte gerne ein Gerät, das nur Remote Play unterstützt und sonst nichts, dann dürft ihr gerne mal euer Glück in diesem Ding suchen.